Lieben, und willkommen zurück zu meinem nächsten Video. Ja, es ist noch eins der Kooperationspakete angekommen, was ich schon lange bestellt hatte, beziehungsweise was ich mir lange zusammengesucht hatte, aber ja, ich habe es ein bisschen verschlafen mit der Bestellung und habe dann mitbekommen, oh, ich muss ja jetzt langsam mal, weil der Rabattcode, den ich hatte, sonst abgelaufen wäre. Und zwar hat mir die Firma Karat Art, ich verlinke euch das wieder unten in der Beschreibung, hat mich angeschrieben. Das ist ein Unternehmen aus Deutschland, die auch lizenzierte Bilder verkaufen und auch AB-Steinchen nutzen und so weiter. Also die haben wirklich ein tolles Sortiment. Die haben mich gefragt, ob ich Lust hätte, ein Bild zu testen. Und wie ihr seht, habe ich da doch dann nochmal Lust auf Diamond Painting bekommen, obwohl ich ja noch an zwei Bildern arbeite und ich mich auf Kreuzstich jetzt erstmal fokussieren wollte, dachte ich mir, das Projekt mache ich jetzt noch. Weil ich halt das auch schön fand, dass Karat Art direkt aus Deutschland ist und ich bisher ja nur die anderen chinesischen Anbieter getestet hatte. Und ich dachte, so ein Unternehmen aus Deutschland kann man jetzt auch mal unterstützen. Ich habe mir jetzt die Farben schon mal hier hingelegt. Ihr seht, das ist sehr blaulastig. Da wird sich wahrscheinlich vor allem die Heidi, Heidi, falls du das siehst, liebe Grüße an dich, wird sich wahrscheinlich vor allem die Heidi drüber freuen. Ich habe mir hier die Tütchen schon mal geprüft. Da war eine Liste dabei mit den einzelnen Farben. Da habe ich mir jetzt hier schon mal das Symbol immer daneben geschrieben und auch die Nummer. Ja, das habe ich jetzt alles mal geguckt, ob alles dabei ist. Das ist auch alles dabei. Ich habe das schon mal ausgepackt gehabt, weil ich wissen wollte eben, ob alles da ist. Und ich nicht wusste, wann ich das Video machen werde, aber jetzt ist es soweit. Wie ihr seht, sind das eben lila und blautöne. Ihr könnt jetzt im Prinzip schon mal vermuten, ja, was das für ein Bild sein könnte. Und wir schauen uns jetzt erstmal das Toolkit an, bevor ich das auflöse. So, bei Karat Art bekommt man ein blaues Wachs. Ja, ihr seht das wieder schlecht, das ist heute wieder wahnsinnig schlechtes Licht, das ist so dunkel draußen. Genau, dann einen ja, Paintingstift mit Squishy, eine Pinzette. Und ein Schiffchen mit einer Nase vorne dran, um das wieder alles umzufüllen. Ich würde jetzt, ach so, das habe ich noch vergessen, zwei Aufsetzer, einen Vierer und einen Siebener Aufsetzer. Gibt es noch dazu. Und ich habe das jetzt hier in den Tütchen gelassen. Ich werde das auch erstmal so lassen, weil ja, es sind ja Zip-Tütchen, was sehr praktisch ist und da brauche ich jetzt auch nichts umfüllen. Ich würde jetzt direkt aus den Zip-Tütchen im Prinzip painten. So, dann werde ich das Toolkit erstmal zur Seite legen und auch die Farben ein bisschen zur Seite schieben. Und dann schauen wir uns mal an, was sich hier für ein Bild versteckt. Ist natürlich wieder viel zu groß für die Kamera. Ich weiß nicht, ob ihr das richtig erkennen könnt. Das ist ein Sternenhimmel. Hier seht ihr nochmal das eigentliche Bild. Also es ist wirklich ein sehr schöner Sternenhimmel in der Nacht. Und man sieht es vielleicht nicht ganz so gut. Hier sind zwei kleine Figuren. Hier. Und zwar ein Mädchen und ein Junge. Und der Junge, der sitzt oder kniet vor ihr. Also es ist wirklich, ja, man sieht jetzt noch nicht so viel. Ich denke, das kommt dann erst rüber, wenn man es gepaintet hat. Und ich denke, auch der Sternenhimmel hier wird dann eher von weiter weg richtig erkennbar sein. Was ich an der Leinwand von Karat Art schön finde, ist, dass es hier versäumt ist und diesen Wellenschnitt hat. Das sieht sehr hübsch aus. Das Bild ist 60x48 groß. Und wir haben hier zwei Legenden, einmal hier und einmal hier drüben. Und wir haben insgesamt 27 Farben. Und wie ihr hier seht auch, es ist sehr, sehr blau- und lila-lastig. Also eigentlich gibt es außer blau, schwarz und lila und ein ganz klein wenig weiß keine anderen Farben. Genau. Ja, und ich habe gedacht, wir
schauen uns jetzt noch mal kurz an, wie die Klebekraft ist. Ja, die ist richtig gut, im Gegensatz zu den Sachen, die ich letztens hatte. Und der Druck ist okay. Also ich habe schon mir den Druck mal angeschaut und man erkennt auf jeden Fall die Symbole, aber sie könnten auch noch ein Stückchen deutlicher sein, muss ich sagen. Ja, ich würde jetzt sagen, dass wir zusammen mal eine kleine Ecke anpainten, weil ich hier so einen kleinen Tisch habe, werde ich mir das hier so zusammenrollen. Und dann schauen wir uns wahrscheinlich diese Ecke hier an. Die ist zwar ein bisschen monochrom, aber das hat schöne dunkle Farben. Da sieht man dann auch das Glänzen besonders schön. Dann lege ich mir hier mal die Farben drauf, die ich jetzt gerade nicht brauche. Damit das auch schön am Ort und Stelle bleibt. Und dann würde ich sagen, hole ich euch ein bisschen näher ran. Zack. Und dann painten wir die Ecke zusammen. Habt ihr Lust? Ich habe Lust auf jeden Fall. Bevor wir anfangen, können wir ja vielleicht noch zusammen... Ich muss mal hier kurz was drauflegen, ne? Ich hätte es auch mal gegenrollen können vielleicht. Es ist ja Flüssigkleber, da kann man das ja machen. Vielleicht wenigstens mal kurz hier die erste Bahn oder so ein bisschen gegenrollen, dass man... Ja, ich glaube, das muss ich dann in Ruhe mal machen. Genau, und da wir mit Schwarz, Schwarz und nochmal Schwarz anfangen, mit der 310, das ist so eine Kugel mit zwei Strichen dran, werde ich mir jetzt davon mal ein bisschen was in das... Ich muss sagen, es ist auch wenig 310 irgendwie, dafür, dass hier so viel Schwarz ist. Aber es ist hauptsächlich, glaube ich... die 939, die ja auch sehr dunkel ist. Mache ich mir hier mal was ins Schiffchen rein. Huch, da ist eins abhanden gekommen. Naja, die legen sich wirklich richtig gut in die Rillen. Das hatte ich so auch noch nicht. Ist mir schon wieder eins abhanden gekommen, aber ich werde es wiederfinden. Ja, seht ihr das? Die legen sich richtig gut in die Rillen rein. Also man merkt auch wirklich, muss ich sagen, im Gegensatz zu den anderen relativ günstigen Produkten, die ich bisher hatte, muss ich sagen, merkt man bei Karatart schon wirklich die Qualität eben an der Leinwand auch, dass sie so umsäumt ist. Und ja, die Steinchen einfach. So, jetzt hole ich euch aber wirklich näher ran und dann geht's los. So, meine Lieben, ich habe jetzt hier alles vorbereitet. Hier ist die Klebefläche und hier ist noch Folie. Ich habe jetzt alles mit Washi-Tape umsäumt, sage ich schon. Ich bin zu sehr in der Kreuzstichszene unterwegs, umrandet. Dieses kleine Kästchen würde ich jetzt gerne mit euch painten. Hier hat sich ein bisschen was verirrt. Und ja, dann schauen wir uns jetzt doch erstmal an, wie sich die schwarzen Steinchen. Steinchen so machen. Es sind hier eckige Steinchen. Ich habe jetzt hier das blaue Wachs. Das werde ich jetzt erstmal in den Stift reinmachen. Gucken, ob ich es auch hinbekomme. Momentan sieht es so aus, als würde ich es gar nicht hinbekommen. Ich sehe einfach keinen Wachs in dem Stift. Okay. Ich sehe in dem Stift einfach keinen Wachs. Ich drücke hier in das Wachs rein. Und irgendwie bleibt aber in dem Stift drin irgendwie nichts. Also, seht ihr das? Ich drücke das Wachs ein und... Oder gibt es hier... Hier gibt es eine Folie, die man vorher abmachen muss. Ja, das muss man mir doch sagen, Mensch. Da hat mich niemand drauf vorbereitet. Jetzt klappt das nämlich auch. Sage mal, also...
Das hat vorher keiner gesagt. Jetzt ist das Wachs auch in dem Stift drin. Ja. Also beim blauen Wachs Folie vorher abziehen. ja, gut. Das kann ja keiner wissen. So, und dann geht's los. Das Licht ist wirklich schlecht heute, aber wir müssen jetzt klarkommen damit. Es ist draußen einfach so dunkel. Okay, also mit dem Wachs, das klappt richtig gut. Und dann setzen wir mal unsere ersten Steinchen. Wie gesagt, die 310 ist so ein, ist dieser Kreis mit den zwei Strichen dran. Ja, und man kann sie auch gut setzen, aber man kann sie auch noch ein bisschen verrutschen. Das gefällt mir schon mal gut. Oh, das Wachs ist echt toll. Das ist ganz andere Qualität. Da bekommt man direkt wieder Bock, mehr Diamond Painting zu machen, muss ich mal so sagen. Das ist ja ein ganz anderes Painting-Erlebnis hier. Das Wachs ist toll. Also das bleibt dort dran kleben. Das ist wirklich sehr komfortabel, sehr weich irgendwie. Es federt fast ein bisschen. Richtig toll. Ich bin gerade sehr begeistert. Ja, richtig cool. Also, die Qualität bei Karat Art kann sich wirklich sehen lassen. Und wie ihr seht, funkelt es auch schön. Ne, muss ich sagen. Also, ich bin gerade richtig fasziniert von diesem Wachs. Auch wenn ich hier gerade, glaube ich, ein bisschen zu viel reingemacht habe oder so. Weil manchmal ein paar Rückstände auf den Steinchen zurückbleiben. Das macht hier gerade mega viel Spaß. Das habe ich jetzt irgendwie gerade nicht so erwartet. Ich muss sagen, das ist wirklich ein himmelweiter Unterschied zu den Bildern, die ich vorher gepaintet habe. Ich habe ja von Sarah Mond dieses große Bild von Die Schöne und das Biest mit der Rose. Und ansonsten habe ich ja dieses Coca-Cola-Bild von wem habe ich das bekommen? Jetzt muss ich wirklich scharf nachdenken, von wem das war. Ich komme schon gar nicht mehr hinterher. Ja, also auf jeden Fall krasser Unterschied. Also ich muss sagen, die Qualität ist hier Bombe. Also da lohnt sich der Preis dann auch. Ich finde, die Preise sind aber auch voll okay. Also da kann man nicht meckern. Ne? Das ist wirklich für die Qualität, ist das eigentlich ein Spottpreis. Sind jetzt nicht überteuert, sondern wirklich sehr angenehme Preise. Und ich bin gerade wirklich hin und weg von diesem Wachs und wie sich das hier paintet. Das ist so angenehm. Also ich muss sagen, ich glaube, ich würde jetzt nicht mehr versuchen, die allerbilligsten Produkte zu nehmen. Hier ist irgendwie ein Steinchen verrutscht. War ich das? Muss ich mal kurz mit der Pinzette nachhelfen. Sonst komme ich hier nicht weiter. Ja, also wie gesagt, ich glaube, man sollte vielleicht eben doch nicht die allerbilligsten Produkte zum Anfang nutzen, weil das hier macht deutlich mehr Spaß irgendwie. Ja. Irgendwie kriegt man da viel mehr Bock noch auf das Hobby. Es ist halt wie beim Sticken, ne? Wenn du gute Garne hast und auch gute Anleitung, gutes Zubehör, dann steigert das einfach ja das ganze Feeling während dem Hobby extrem. Und deswegen spare ich mir dann lieber auch manchmal was zusammen und kaufe mir dann vielleicht auch mal ein paar teurere Produkte, anstatt halt immer nur die billigen Sachen anzunehmen. Also das Einzige, was ich jetzt gerade hier nicht hinkriege, ist, das mal irgendwie ordentlich hinzusitzen. Ich komme hier manchmal ein bisschen schief. Huch, hier ist das verirrte Steinchen. Ich habe es gerade unter meinem Handgelenk gefunden. Wie gesagt, das findet sich wieder.
Also ich muss hier schon genau gucken. Das muss ich sagen, dass ich hier nicht eins von den Pfeilen dann überklebe mit der 310. Das macht sich halt schwierig, weil ich immer noch ein bisschen Sehstörungen habe hier. Aber ja, die Symbole könnten auch ein bisschen deutlicher sein, muss ich sagen. Das ist das Einzige, was ich hier bisher zu kritisieren habe. Aber das wird wettgemacht durch die Qualität der Materialien. Ich bin gerade wirklich absolut, also man merkt es vielleicht auch, ich bin gerade so richtig begeistert und nicht mehr, wow, das ist sehr cool. Das fühlt sich viel besser an als die letzten Male. Auch wie leicht mit dem Wachs halt der Stift das alles aufnimmt, das fasziniert mich gerade total, weil sonst muss man doch nochmal irgendwie nachdrücken oder so, weil es eben nicht so gut haften bleibt oder nochmal nachschieben dann auf dem Diamond Painting selbst und das. Ich gerade schön, also man muss sich da gar nicht so richtig Mühe geben, dass das an dem Stift hängen bleibt, sondern das funktioniert einfach. Gefällt mir wirklich gut. Also von mir bisher eine klare Empfehlung. Dabei wollte ich erst gar keine Diamond Paintings mehr machen, aber dann dachte ich, ach naja, das Motiv ist so schön. Schaut man sich das halt noch mal an. So. Wo war ich denn jetzt? Hier war ich. Ja, da brauche ich wohl doch noch ein bisschen mehr Schwarz. Weiß nicht, es kommt mir so wenig vor, was ich hier in der Tüte habe, aber ja, das wird schon so seine Richtigkeit haben. Also die legen sich wirklich mega krass in die Rillen rein. Seht ihr das? Richtig cool. Also wie gesagt, von der Qualität, da kann man einfach nicht meckern. Ich habe ja von Karatart noch nichts getestet. Ich habe das bloß mal bei anderen gesehen. Aber wenn man das jetzt selbst mal ausprobiert, das ist wirklich wow. Also das ist wirklich was, was man ruhig mal unterstützen kann. Also es ist wirklich, wirklich richtig gut. Und ich finde es halt auch schön, dass die Strecke sozusagen nicht so lang ist, weil es jetzt nicht aus China kommt, sondern eben direkt aus Deutschland. Obwohl ich jetzt auch nicht weiß, ob die Steinchen und bla nicht vielleicht doch in China produzieren. Ich meine, da habe ich mich jetzt nicht informiert, aber das ist ja häufig so, dass dann aus China importiert wird, oder dort produziert wird. Aber die Qualität ist wirklich Bombe. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr von Karatart schon selbst etwas getestet oder gepaintet habt. Und wie euch die Produkte gefallen haben. Ach so, was ich noch gar nicht erwähnt habe, ich werde es ja wahrscheinlich hier oben wieder irgendwo einblenden. Ich habe ja auch einen Rabattcode bekommen für euch. Da bekommt ihr 10% Rabatt, wenn ich mich richtig erinnere. Also falls ihr euch überlegen solltet, dort vielleicht doch was zu bestellen und das mal auszuprobieren, dann kann ich euch noch was Gutes tun. Ja. Genau, also ihr könnt mir mal verraten, ob ihr schon Erfahrungen mit der Firma habt, ob ihr zufrieden mit ihr seid. Das würde mich interessieren, weil ich meine, ich bin jetzt gerade halt so voll des Lobes, aber es kann ja auch sein, dass es
Aspekte gibt, die ich noch nicht jetzt abschätzen kann oder so, oder ihr sagt, ja, voll empfehlenswert und so, kann man wirklich nur weiter sagen. Da würde mich eure Meinung wirklich interessieren, gerade von den Leuten, die hier eher so Diamond Painting Profis sind, im Gegensatz zu mir. Ich mache das ja eher mal so sporadisch nebenbei. Na, wo ist. Hier ist noch eins. Ja, und ansonsten. Ja, ist das Wetter draußen einfach furchtbar. Es ist sehr, sehr grau und ist eigentlich das perfekte Stickwetter. Oder Diamond Painting-Wetter. Alles, was man so an Hobbys hat, die drinnen zu verüben sind. Die dürften jetzt heute Hochkonjunktur haben. Was habt ihr denn so am Wochenende vor? Ich persönlich werde wahrscheinlich wirklich nur ausruhen. Voraussichtlich werde ich ja am Mittwoch wieder arbeiten gehen. Und da muss ich jetzt das Wochenende noch nutzen, um mich ein bisschen zu pflegen. Und hoffe, dass die letzten Nachwirkungen sich dann auch verflüchtigen. Bisher habe ich die Zeit halt wirklich gebraucht, aber irgendwann will man halt auch mal wieder in den Alltag zurück. Mal gucken, wie sich das mit den Sehstörungen und dem ganzen anderen Zeug so entwickelt. Ich das schon wieder hier so schief hingesetzt, das wollte ich nicht. Ja. Ach, und dann geht es in straffen Schritten auf den Mai zu. Wahnsinn, oder? Und ich werde dann mal schauen, ob ich vielleicht das Wochenende nutzen kann oder dann halt Montag oder Dienstag oder so, wo ich noch zu Hause bin. Ja, vielleicht ganz entspannt ein Monatsupdates-Video zu machen, aber das ist ja dann eher für die Kreuzsticker interessant. Beim Diamond Painting lohnt sich das bei mir einfach noch nicht, weil ich halt so selten painte. Also nicht regelmäßig und ich auch nicht so viele Projekte habe. Ich zeige euch das gerne mal zwischendurch, weil ich finde, es ist auch trotzdem entspannt, selbst wenn man andere Hobbys hat, das nebenbei mal zu gucken. Und viele machen das ja eben auch zusätzlich zum Kreuzstich oder so. Ja. Heute bin ich tatsächlich etwas themenlos. Ich kann gar nicht so viel erzählen. War halt auch irgendwie eher unspektakulär so in letzter Zeit bei mir. Da gibt es nicht viel Neues. So. Sind wir schon bei der vorletzten Reihe angelangt von dem Kästchen. Und dann kommt schon die letzte Reihe mit Schwarz. Und dann werden wir uns noch die 939 anschauen, die hier dazwischen ist. Und dann sprechen wir mal über das Zwischenergebnis. Dann hätte ich euch das nämlich vorgestellt. Und ihr konntet euch hoffentlich bisher auch schon ein gutes Bild davon machen. Von der Qualität und von den Materialien. So, jetzt haben wir das schwarz gepaintet. Oh, das funkelt aber auch schön. Also ich denke, es sind Acrylsteinchen. Ja, hier sind so kleine Punkte in der Mitte. Also sind das Acrylsteinchen. Also wenn ich. Oh, jetzt habe ich hier gerade einen verrückt. Der war nicht ganz fest. Den habe ich irgendwie blöd
platziert. Mal kurz prüfen. Aber wenn ich hier rüberfahre, ist wirklich. Ja, schön. Dann werde ich jetzt mal die 939 auspacken. Aber bisher muss ich sagen, gefällt es mir richtig, richtig gut. So, die 310 können wir rüberwandern. Und jetzt kommt der größte, dickste Beutel von allen hier. Einzige, was an dem Bild natürlich ein bisschen stressig werden könnte, ist, dass es so, ja, so homogen ist. Ich meine, es ist halt nur blau und lila im Prinzip und schwarz und ganz wenig weiß. Also, es ist wirklich toll, wie sich die hier reinlegen. Ja, das könnte vielleicht ein Problem werden, dass es dann einen ein bisschen langweilt. Ja, also zwischen den Steinchen sind jetzt nicht wirklich Lücken, aber ich finde tatsächlich, dass es, ja, also die schließen gut miteinander ab, aber es ist nicht zu eng. Also es ist nicht so, dass das irgendwie so ploppen würde oder man Gewalt anwenden müsste. Also das passt alles perfekt nebeneinander. Die Abstände sind völlig okay, aber man sieht halt auch keine Lücken oder sowas. Also ich zumindest nicht. Es ist wirklich, wirklich sehr, 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 sehr angenehm. Huch, habe ich jetzt was gesetzt oder nicht? Das war jetzt irgendwie komisch. Ja, das ist richtig cool. Kannst euch ja noch mal ein Stückchen ranholen. Also da ist wirklich an Abständen jetzt nicht viel zu sehen. Ja, gegen das Licht gehalten sieht man es ein bisschen, aber das ist wirklich minimal. Also das sieht kein Mensch, wenn man das Bild an der Wand hängen hat. Gerade dadurch auch, dass es so dunkel ist, sieht man dann noch weniger. Also die Farbunterschiede sind hier wirklich minimal. Ich habe das auch in den Tütchen schon gesehen. Dadurch, dass das so viele Blautöne sind, teilweise sind das wirklich so drei Nummern, die aufeinander folgen. Da ist dann natürlich der Farbunterschied auch nicht so mega groß. Ja, bin gespannt, wie es dann am Ende rauskommt, ob dann so ein richtig schöner Farbverlauf dadurch entsteht. Also das erwarte ich dann irgendwie auch so ein bisschen von dem Sternenhimmel. Aber ich bin da eigentlich sehr hoffnungsvoll, weil das Bild wirklich schön aussieht und relativ groß ist. Ich bin nur gespannt, wie die Figuren rauskommen. Also, die sind ja doch recht klein. Und ich habe ein bisschen Angst, dass die mit dem Hintergrund verschwimmen. Könnte ja sein. Aber wir lassen uns mal überraschen. Kann ich euch ja irgendwann auch mal ein beendetes Diamond Painting zeigen? Oh ja, das ist jetzt doch ein bisschen enger hier. Ja, aber das hat trotzdem noch gepasst. Ja, also falls ich mal irgendwas beenden sollte, zeige ich es euch natürlich auch. Aber bisher bin ich eben eher beim Kreuzsticken motiviert, etwas zu beenden. Oh, jetzt habe ich hier ein Haar mit eingearbeitet, das war nicht der Plan.
Also super, die passen hier so gut rein, mit Ausnahme von dem einen, aber das lag, glaube ich, eher daran, dass ich ein bisschen schief gepaintet hatte. Das ist echt klasse. Oh, ich bin richtig begeistert, wie das auch funkelt. So schön. Ich meine, ihr seht den Farbunterschied wahrscheinlich gar nicht richtig. Muss ich auch mal gegen das Licht halten. Ihr seht ja, hier sind so ein paar blaue dazwischen. Ja, richtig toll. Also dunkle Farben glänzen halt auch so mega krass beim Diamond Painting. Das Steinchen ist mir einfach abhanden gekommen auf dem Weg zum Bild. Schon sehr meditativ heute hier. Muss ich aufpassen, dass ich nicht gleich einschlafe, weil es so entspannt ist. Paintet ihr eigentlich lieber dunkle oder helle Farben? Also mögt ihr das lieber, wenn es so knallig bunt ist? Oder wäre das hier auch ein Bild für euch? Es ist ja, wie gesagt, sehr monochrom und sehr dunkel. Aber wenn ich mir das angucke, also hier ist es ja so immer sehr blass, das Gedruckte, aber wenn ich mir jetzt angucke, wie das hier rauskommt, wie dunkel das dann tatsächlich ist, oh, das wird so schön aussehen, wenn es fertig ist. Da freue ich mich schon drauf. So, jetzt sind wir hier auch schon an der letzten Linie angekommen. Machen wir jetzt hier die letzten Steinchen in den Abschnitt rein. Das Video geht ja jetzt auch schon eine Weile. Aber die Painting-Probe wollte ich mit euch unbedingt machen. Damit ihr auch seht, wie eben die Qualität beim Painten ist. Und ich war halt auch einfach mega gespannt darauf, weil ich von Karat Art jetzt auch noch nichts selbst gepaintet hatte. Richtig toll. Wow. Also, wie sich das anfasst. Ich bin ja auch so ein Krabbelmensch. Ne? Ich muss ja immer alles ankrabbeln, wenn es dann fertig ist. Also, wenn ihr seht, hier sieht man auch ein bisschen, dass hier die. Jetzt habe ich hier schon wieder ein Ständchen irgendwie schief drauf gemacht. Moment. Muss ich kurz mal nachsetzen. Zack. Ja, also wenn ihr mal schauen mögt, das ist hier. Jetzt habe ich euch ganz schön geruckelt. Ihr ruckelt immer noch. So, hier sind ein paar blaue Steinchen dazwischen. Und es sind wirklich ganz, ganz minimale Lücken zwischen den Steinchen, wenn ich es gegen das Licht halte. Das ist aber auch ein bisschen abhängig davon, wie dicht man selbst paintet, denke ich. Und ja, also es ist wirklich, wirklich richtig toll, wenn ich das hier so anfasse. Hebt sich jetzt auch kein Steinchen mehr raus, also bis auf die zwei, drei, die ich jetzt hier, wie gesagt, irgendwie nicht so richtig gut gesetzt hatte. Ist ja alles in Ordnung, es funkelt wahnsinnig doll und ja, ich denke, dass der Sternenhimmel richtig gut rauskommen wird. Ist das nicht toll? Oh, schön, also richtig gut. Ich bin wirklich gespannt, wie es am Ende aussieht, weil das dadurch, dass das wirklich so schön dunkel ist, wird mega gut rauskommen. Ich sehe das hier ein bisschen besser mit dem Dunkelblau, wie das hier rauskommt. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn man das irgendwie zuhält. Nee.
Das ist wirklich, oh, jetzt hat man es gerade ein bisschen gesehen, dass hier diese blauen Sprenkel sind. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das richtig gut wird, wenn dann hier auch diese farbigen Sprenkel dazukommen. Und wie gesagt, qualitätstechnisch bin ich wahnsinnig überzeugt von Karat Art. Also, das ist wirklich, also alleine, was man hier als Standard-Toolkit dazu bekommt mit der Pinzette und den zwei Aufsätzen. Die Steine legen sich super schön ins Schiffchen rein. Und ja, also man kann nicht meckern, ne? Das blaue Wachs ist toll und es hat alles gut funktioniert. Also ich bin voll des Lobes. Das Einzige, wie gesagt, was ich jetzt so ein bisschen zu bemängeln habe, ist, dass die Symbole nicht immer ganz so toll zu erkennen sind, wenn sie ein bisschen dunkler sind. Dann ist der Druck manchmal ein bisschen undeutlich. Aber man erkennt das alles noch. Deswegen, ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ich das hier mal mit euch anpainten durfte und dass ich das testen darf. Ja, ich werde euch informieren, sobald ich damit mal fertig sein sollte. Aber es macht mega viel Spaß. Und um es nochmal zusammenzufassen, ich habe ja jetzt zwei andere Kits schon gehabt. Und das ist bisher das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, weil die Qualität einfach wirklich Bombe ist. Also man kann wirklich nur sagen, man merkt den Unterschied qualitätsmäßig extrem. Also, falls ihr selber mal was ausprobieren wollt, wie gesagt, habe ich noch einen Rabattcode für euch. Den habe ich euch ja hier oben eingeblendet. Und ansonsten würde mich natürlich eure Meinung zu dem Motiv und zu der Painting-Probe interessieren, ob das auf euch auch so qualitativ hochwertig gewirkt hat und ob ihr Erfahrungen mit dem Shop habt. Das würde mich echt interessieren. Ja, und ansonsten würde ich mich für jetzt erstmal verabschieden. Ich denke, wir haben jetzt auch genug, sag ich mal, uns mit dem Produkt beschäftigt. Und ja, dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.